Und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Vorstellungsvideo, und zwar der Nummer 2 von Ghostbusters. Im letzten Part hatten wir die Aldriga, also das Aldriga Anwesen Gertrudes Rache. Ja, heute werden wir das St. Louis Friedhof Institut hier mal angucken, würde ich sagen. Und mal schauen, was es denn hier so zu einsaugen gibt. Man wird es sehen. Wir sind natürlich wieder die Olle, ne? Und fangen an. Let's go! Ich spiele selbst als Erwachsene gerne noch auf Friedhöfen. Wir sind Geisterjäger. Friedhöfe sind unsere Vergnügungsparks. Nur, dass es hier keine Fahrgeschäfte und lustige Figuren gibt, sondern Gruften und den Geist einer Voodoo-Königin im Blutrausch. Oh yeah, der Eintrittspreis ist mehr als gerechtfertigt. Kann man so sehen. Echt geile Stage, muss ich schon sagen. Startklar. Ja. Das kann sich sehen lassen. Und die einzelnen Grabsteine kann man auch kaputt schießen. Jopp, kann man sogar sehr gut. Und noch ein wenig Punkte erhaschen. Haben wir sonst hier noch irgendwelche Sachen mit zu looten? Wir haben hier ja wundervolle Geräte, die wir auch anwenden sollten. Man weiß es ja nicht, was uns denn hier sonst noch so erwartet. Da nehme ich lieber mal alles mit. Aha. Ach, dort gibt es was, ne? Oder was ist das? Darf ich mal? Das sieht so geil aus, muss ich schon sagen. Ey, darf ich mal? Wundervoll. Und da oben geht nichts kaputt. Schade. Da soll es was haben. Okay. Wird also ein wenig angezeigt, wo es was hat. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wir machen mal Gräber kaputt. Ist nicht gerade ehrenhaft, aber wir sind zum Glück in dem Spiel. Da kratzt uns das nicht wirklich. Ah. Da hat es noch was. Sonst doch irgendwie wo was. Der Typ mit der Riesenknarre gefällt mir auch. Muss ich sagen. Aber ich bin lieber wendig und agil als was anderes. Ja, gut. Die Punkte können wir auch gebrauchen. Die anderen haben noch 0. Ist doch auch was Schönes. Weil die müssen nicht wirklich stärker werden, wie ich finde. Ja gut, doch eigentlich schon, aber naja, egal. Bereit. Fresse halten und einfach machen. Dankeschön, Kleine. Außer du hast was Story-Relevantes zu sagen. Scheint mir hier was Spukiges im Gange zu gehen. Oh oh. Ja klar. Ihr wollt mich doch verarschen hier. Ah, nö. Geh weg. Geh weg. Einfach weggehen. Oh, verdammt. Hey, könntest du mal einfach down, mein Freund. Hey, verpiss dich. Nicht so nerven hier. Dankeschön. Wundervoll. Ihr seid die Bombenschießer, ich nicht. Ich bin da eher der radikale Ballertyp. Allerdings hätte ich auch gerne ein besseres Anvisiergerät oder so. Weil es schon ziemlich aufwendig hier was zu treffen, teilweise. Aber auch nur teilweise. Aber an sich gut gemacht, muss ich sagen. Wie gefällt euch das Spiel? Ab in die Kommentare damit. Weil ihr habt sicher auch eine Meinung zu dem Spiel. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es nicht so wäre. Aha, was ist hier? Irgendwas Wichtiges. Scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann ab in die nächste Kategorie hier. Aha. Ah, Medikit für alle. Viel Spaß, Freunde. Gönnt euch.
Wir machen hier mal schön weiter. Ja, bei uns läuft es zurzeit ziemlich genial. Wir können zwar hier nur durchrushen, aber ich möchte schon mindestens einmal alles sehen, ne? Alles, was möglich ist. Aber ich werde jetzt nicht alles so suchen, bis ich alles habe. Nö, nö. Wenn ich an was vorbeilaufe, dann lasse ich das so. Dann sage ich mir, kann ich mir immer noch offscreen machen. Genau, das meinte ich. Oder eben Secret. Kann man ja hier auch finden. Unsere Punkte sind ziemlich over 9000 gerade. So, wundervoll. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr würdet Mitspieler haben. Ihr hättet so Konkurrenzpunkte, um, also Konkurrenz verlangen, weil ihr um eure Punkte spielt. Außer euch wäre das egal. Aber ich denke mal weniger. Hey, könnt ihr mal aufhören, solche Scheiße zu spammen? Mal ganz im Ernst. Wo lebt ihr denn? Und ihr lasst euch noch treffen? Ganz im Ernst, wo seid ihr denn zu Hause? Wir kriegen den Regen ab. Das finde ich ja niedlich. 9000. Ja. Das lässt sich sehen. Das lässt sich eindeutig sehen. Das mag ich, sowas. Super. Noch mehr Punkte für uns. Und wo geht's hier noch lang? Nirgends. Aber Punkte hat's geregnet. Auch wenn es nicht viel waren. Supi. Aufgefüllt. Und jetzt, wo geht's lang? Hallöchen. Das freut mich ja. Geht's hier noch lang? Nein. Dann ist es eine optische Täuschung gewesen. Schade, schade. Dann hechten wir nach vorne. Und gucken mal, was denn hier so abgeht. Oh. Ein Henker. Ja, klar. Der schmeißt einfach mal seine scheiß verfluchte Axt, ne? Der kann mich mal kreuzweise. Ist okay. So, wieder runter, wieder entladen, mein Freund. Einfach mal durch. Danke, ich habe ihn. Dankeschön. 10.000. Jetzt insgesamt nicht auf einmal bekommen. Keine Sorge. So ist das Spiel dann schon nicht zu uns. Westen. Wo denn? Könntest du mir mal erzählen, wo denn genau? Darf ich mal? Was zum Geier? Wo soll es hier noch was haben? Also, das sehe ich hier gerade gar nicht. Hallo? Ich habe doch vorhin auch durchgeschossen. Irgendwie geht es gerade gar nicht mehr. Seht ihr? Da habe ich vorhin auch durchgeschossen. Jetzt geht gar nichts mehr mit Schießen. Okay. Soll wohl nicht so sein, dass man das abschießen kann. Na dann. Gibt's hier noch was? Ja, nö, klar. Es spukt wieder. Aha, Geist in dieser Richtung. Ja. Würde mal sagen, wir nehmen es mal vorsorglich, auch wenn ich gleich denke, dass was kommt. Aha. Oh mein Gott. Oh Mann. Muss das so sein? Wir gucken hier mal nach. Bekannte Orte, um Secrets zu verstecken. Oder hier in der Mitte. Ja, ist klar. Ist klar. Voll deiner Meinung, mein Freund. Ah, und das war's jetzt schon mit ihm. Oder wie? Oder was ist damit? Aha. Leck mich, mein Freund. So. Und jetzt mal schauen.
So, Bomb einmal. So, darf ich nochmal? Bomb. Das war's. Und jetzt von allen Vieren. Richten Bitch Slap. In your face, mein Freund. So, bitte jetzt richtig drauf. So. Jetzt nur noch auf die richtige Seite. Ach so. Jetzt müssen wir nur noch das machen, ne? Okay. Ah, und hier hinten wäre es noch weitergegangen, ne? Oder was ist jetzt? Ist es schon fertig? Das wäre aber ein Scheißende gewesen. Ah, dort ist noch was zum Aufnehmen. So. Den müssen wir auch noch auseinandernehmen. Sehr korrekt. Hey, ich habe nicht mehr viel Leben, du Ölsardine. Verpiss dich. Ich sag's dir. Hey, mich so anzugehen. Nein, nein, ich habe nicht mehr genügend Leben. Fresse halten, nein. Oh, der hat mich geheilt. Das ist ja ganz nice. So muss das sein. Nein, au. Ja, ja, verrecke. Und jetzt zu dir. So. Und wie sollen wir dich jetzt Bitch slappen, mein Freund? So. So, danke. Wundervoll. Einmal. So. Das zweite Mal. Bom. Und nur noch ein drittes Mal. Ja, das läuft doch. Jupp. Dankeschön. Und jetzt. Bye, bye. Man sieht sich. Oh, man könnte noch drücken, um extra was zu bekommen, oder? Was ist denn? Keine Ahnung. Waren aber coole 12 Minuten. Hier hat es noch Punkte. Was, wir sind immer noch nicht durch? Wo haben wir denn noch irgendwas vergessen? Wo haben wir denn immer noch was vergessen? Nö. Waffe wechseln. Waffe wechseln. Durchschießen. Wenn überhaupt. Scheiße. Ich bin gerade ziemlich verwehrt. Weil ich nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Wir haben zwar das Secret gefunden, aber wo es lang geht? Keine Ahnung. Geht es hier lang? Okay. Gucken wir uns mal um. Kontrollpunkt. Nice. Nice. Das finde ich sehr cool. Das war also nur ein Boss, könnte man sagen. Also ein Mini-Boss. Und die Heften kommen noch gar nicht. So, was heißt hier Vorsicht? Ich mach das schon. Was? Was, habe ich gerade meinen Kollegen abgeschossen oder meine Kollegin? Wie geht denn das? Das ist ziemlich nervig. Aber egal. Hauptsache, wir kriegen unser Shit hier. Das sehen mir nach speziellen Grabmälern aus, die man nicht kaputt machen kann, wieder mal. Aber was gibt's hier noch zum Kaputtschießen? Nix. Ich bin auch geil. Ich komme hier auf den Friedhof und schieß mal alles ab, ne? Also, ich bin echt nicht der Freundlichste hier. Oh, ne. Ist das der Hauptgeist? Mit seinem Scheiß. Pickel oder was es sein soll. Was bist denn du für ein Arsch? Verzieh dich. Verzieh dich. Ohne Witz. Verzieh dich. Mit deinen Kollegen hier. Muchas gracias. Ohne Witz. Oder muchas gracias. Danke. Hallali. Das ist jetzt gerade nicht cool gewesen. Vor allem Ding, ich möchte mal wieder Leben haben. Aber irgendwie ist es rar gerade. Und wie lange die Missionen auch gehen, ist ziemlich speziell. Und die kann man irgendwie nicht kaputt machen. Ist das normal? Ja, scheint mir so zu sein. Was soll das? Warum kann man diese Grabsteine nicht kaputt machen?
Ja, ich weiß, ich will alles im Leben kaputt machen, ja. Aber auch nur, weil es Punkte gibt. Und ich liebe Punkte. Was ist denn mit dem? Warum ist der gelb? Ich kenne nicht gelb. So. Nein. Nein, bitte. So. So. Nein. Danke. Ah, komm schon. Ich bin paralysiert, warum auch immer. So. Aha. Jetzt hast du mir den Kill wieder geklaut, mein Freund. Das nennt man KS in League of Legends. Gefilden, mein Freund. Ja, super. Ich guck mir mal an, was es hier so hat noch. Weil ich... Wir haben hier wieder irgendwie 4 Wege. Oder mindestens 2 Wege, die wir abgehen können. Und keine Ahnung, wen wir abgehen sollen. Dort lang geht's und dort lang. Ich weiß ja nicht, ob wir jetzt zum Boss gehen. Bitte lächeln. Ah, ne? Sieht mir aus wie ein Bossraum. Super. Der Highspeed Plug and Dist on the road. Dankeschön. Und jetzt? Wie läuft's? Ah, hier kommen noch mehr Geisterlein. Kein Problem, kein Problem. Alles im Lot, machen wir. Wir machen alles tot. Ihr wollt mich doch verarschen. Ja, klar. Geschockt. Das sieht mir aus wie die Boss-Stage. Haha, ihr gebt mir alle die Punkte, ne? Ihr Vollidioten. Ja, klar, au. Ja, klar. Fickt euch, ohne Witz. Ja, fickt euch, ohne Witz. Aber das sieht mir schon stark danach aus, nach dem Endboss. Fickt euch, ohne Witz, wir gehen zurück. Weil ich möchte schon alles mit da leben. Und ich bitte dich jetzt nicht, mich verarscht zu haben. Weil das sah mir schon echt Boss-like-artig aus dann. So, jetzt zunächst mal so eine Scheiße zu erleben und dann... Ja, hier. Seht ihr? Ha, 2 von 4 gesammelt. Also geht's noch länger, oder wie? Oder wo soll das sein? So. So, jetzt dürfen wir ausschalten. So. Einmal auf die Fresse geben. So, und jetzt hier. Jop. Das machen wir doch. Ohne Probleme. Ein zweites Mal. Und jetzt will er wieder auf die Fresse. Und das kann er gerne haben. So. So, wir drücken mal, was das Zeug hält. Ah, und schaffen wir es? Ah, nicht ganz. Aber ich kriege auf jeden Fall eine Menge Punkte wieder. Was ich sehr cool finde. Ich gucke mich hier noch genauer um. Mit diesem geilen Strahl hier. Strahlomatico. So. Jetzt habe ich zwar nicht mehr viel Leben, aber die sind ja auch noch da. Hoi. Boing. Das war eine Bombe. Die ich kaum gebraucht habe. Ah, die laden sich ja auch wieder auf. Das finde ich sehr cool. Ja, und jetzt sind wir wieder hier. Tja, also war meine Vermutung richtig. Und wir hauen hier auf jeden Fall mal ordentlich auf die Kacke. So. So, mach mal Bumm. So. Ah ja, klar, du überhitzt mal. So. So. Kein Problem. Kein Problem. Und jetzt? Oi. Verdammt. Danke, einmal Bumm. Das hat jetzt die Hälfte gemacht. Das ist noch nicht der Endboss, oder wie? Okay, mach hier. Verrecke. Tiddle. Wir drücken auch hier wieder wie die Wilden. Mal schauen, ob wir es hier schaffen, ne? Ein bisschen über die Hälfte, ne? Aber auch mehr nicht.
So. Die Umfrage ergibt, hab dich. Ja, auf jeden Fall, die Geister sind geil. Muss ich sagen. Geil dargestellt. Kann man sich echt geben. Aber auch ein Leben könnte man sich jetzt echt geben. Weil wir sind wieder so ziemlich im Arsch. Mehr als ich eigentlich sein wollte. So. Geht's hier hinten noch lang oder wie? Nö. Da ist eine Mauer. Auch gut zu wissen. Aber ich bin auf jeden Fall mit 40.000 nicht schlecht dran. Und wir haben uns geheilt. Jetzt kommt der Bossfight oder wie? Aber wir haben nur 2 von 4 gefunden. Kontrollpunkt. Okay. Das ist jetzt eher kontraproduktiv. Ich finde schon immer eher den Ausgang als irgendwie so Secrets. Warum das auch immer so ist. Und hier wird ja nichts angezeigt. Hm. Wir zerstören hier wieder mal die Grabsteine. Oh nö. Das ist wohl der Obermacker-Boss. Oh nö. Doch schon der Obermacker-Boss, aber wir haben noch nicht alles. Euer Ernst gerade? Euer Ernst gerade? Ja, lecco mio stronzo di merda. Wo müssen wir hin? Hier hat es noch was zu mitnehmen. Aber es gibt hier nur einen Weg. Mit diesem Kontrollpunkt. Ihr wollt alle hier durch und sterben, kein Problem. So. Das können wir euch gerne so bereitstellen, dass ihr alle so hinfallen könnt. Hey. Seid ihr sicher, dass ihr sterben möchtet so? So, dann mache ich das mal so. Hallöchen. Ja klar, jetzt noch diese alle Geister auf einmal, ne? Leckt mich. Ohne Witz jetzt. Geht liegen hier. So, hier. Fress Bomben. So, fress Bomben, meine Freunde. Ohne Witz hier. Nein. So läuft es bei uns. Einfach niedergemäht. Es. Ah, da geht's lang. Und wo noch? Hey, könnt ihr die mal aufräumen dort hinten? Oder muss ich alles alleine machen? Oh, ich bin wieder überlastet. Gut, da wären wir jetzt auch durch. Ich denke, wenn wir hier weitergehen, geht es weiter der Story entgegen. Möchte ich aber nicht. Das heißt, wir gehen zuerst mal hier rein. Und wehe, jetzt ist der Boss dort. Dann reiße ich dem die Omme aus. Eben doch ein Secret-Raum. Finde ich ganz geil. Super. Können wir auf jeden Fall gebrauchen mit den ganzen Punkten, uns abzugraden. Ja, das ist ein richtiger Segen gewesen. Ein Goldregen oder so. Was? Da auch noch. Medikit, und wir haben die noch nicht gebraucht. Das ist ja mal geil. Und hier hinten hat's wirklich nichts. Weil von hier kommen wir nämlich. Und uns fehlen noch 2 solcher. Ja, wie soll ich sagen? Solcher Secrets, ne? Ich muss mich hier mal durchsliden lassen. Weil es kann nicht sein, dass ich hier was übersehe. Gerade. Oder? Oder kann es sein, dass ich hier was übersehe? Das ist nur der Altar hier. Aber damit kann man nichts anstellen. Und außerdem sieht man das Secret. Das würde schon nicht zusammenhängen mit einem versteckten Secret. Also ist schon versteckt, aber nicht sichtlich, so wie das hier. Was? Noch mehr? Ah.
Hier geht's noch länger weiter, aber wohin? Wie groß ist überhaupt der Friedhof? Hä? Was zur Hölle? Ach, mit dem Ding in der Hand kann man auch rollen. Sehr interessant. Auch aufräumen ist sehr interessant hier. Einfach nur kaputt hauen und dann ist alles weg. Komm raus, wo immer du bist. Ach so, Geistlein erscheinen hier auch noch. Ich übernehme einfach mal hier die Routine-Angelegenheiten. Und ich hoffe, das geht so gut. Nein, au, das war jetzt nicht so dolle. Aber danke. Aha, ihr wollt mich verarschen, ne? Wie viele kommen hier denn bitte? Ihr seid doch echt anhänglich wie die Fliegen. Und nervig wie die Fliegen. Was mir nicht gerade gefallen mag. So. Ah, da hat schon wieder so ein Medikit. Interessiert mich allerdings weniger. Hä? Was denn? Geht's dort weiter oder was? Oder was ist dort? Wo sind wir überhaupt hier lang gekommen? Darf ich mal? Hallo? Das ist so ein Ehrgarten hier, ne? Das ist sowas von nervig. Und dann, wenn man noch falsch abbiegt, hat man ein ziemlich scheiß Problem. Ach, dort ist der normale Weg und hier hat es jetzt noch ein Secret, oder wie? Aha. Interesting. Aha. Ah, da ist einfach noch ein anderer Geist. Das finde ich ja sehr cool. Nein. Nein, einfach nicht. Sterben. Alles andere finde ich nicht cool. So. Was? Warum das denn bitte? Danke. Jetzt kann ich nur die Waffe wechseln. Hallo? Hallo? Einfach mal machen, was ich sage, mein Fräulein. So. Ja, Geist wird geschmettert. Kein Problem. Nochmal. Ja, ich halte schon richtig. Und ich drücke auch. Kein Problem. Du musst allerdings noch akzeptieren. Kleiner Controller. Ja, mache ich auch. So, und jetzt viel Spaß. Und auch hier werden wir so schnell drücken, wie wir können. Ne? Und wir schaffen es knapp über die Hälfte. Und was das genau bewirkt, keine Ahnung. Aber läuft bei uns, würde ich sagen. Haben wir gratis noch ein Heilkit mehr bekommen, oder? Hier hinten ist es auch noch. Ja, zwei Medikits auf jeden Fall noch zum Mitnehmen. Ob er gesagt ein zweites. Nicht zwei. Aber wir haben 3 von 4 jetzt. Schleim geworfen. Dieser Secrets. Was? Warum Schleim werfen? Bist du blöd? Du bist doch selten dämlich, mein Freund. Was ist denn hier? Punkte nehme ich gerne mit. Ach! Jetzt kommt ihr auf diese Weise. Kein Problem. Machen wir gerne. So. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Bitte nachladen, bitte. Bitte abkühlen. So. Aha. So. Dankeschön. Wir haben irgendwie seine Verteidigung geschwächt, ne? Bin ich ja sehr schnieke. So. Ah, die hat es ja alle getroffen. Finde ich super. Ah, bitte. Mach, was ich sage. Danke. Ah. Das wird heftig.
Und die steht einfach mittendrin. Ist die doof? Hat die irgendwie den Schuss nicht gehört? Es? Was möchtest du hier? Verpiss dich. Ja, da kommen nochmal so eine Horde. Was ist denn bei euch kaputt? Der erste Part ging ja schon mal easy los und das ist dann der Dank dafür, dass ich hier weitermachen möchte. Ein wenig für die Zuschauer. Oh Mann. Auf was habe ich mich hier nur eingelassen? Also wer auf sowas steht, wird hier auf jeden Fall gut bedient. Aha. Interesting, mein Freund. Aha. Gib mir alles, was du hier zu geben hast, mein Kleiner. Dankeschön. Und wir gucken jetzt uns hier noch mehr um. Vielleicht hat's noch was Schönes. Oh, nö. Das nenne ich nichts Schönes. So nebenbei angemerkt. Nichts Schönes, sagte ich. Nichts Schönes, sagte ich. Wie gesagt, das kann man sich hier echt nicht geben teilweise. Das ist unnötiges Punktesammeln. Wer ist der bessere Gedöns? Das kann ich gar nicht ab. Weil mich interessiert es nicht, wer der Beste ist. Selbst wenn ich in einem Spiel gut bin, interessiert es mich nicht, wenn ich der Beste bin. Klar möchte ich dann der Beste sein, wenn ich spiele. Aber im Schlusseffekt muss ich mich nicht jetzt zum Beispiel sagen, yo, ich muss besser sein als mein Idol oder so. Oder gleich gut. Nö. Nicht wirklich. Ich bin schon nur zufrieden, wenn ich das Spiel spielen kann. Und das ohne Probleme. Was du nicht sagst. Ja, die Falle ist auch bereit und wird jetzt zum Zug kommen. Und auch mein X-Button. Und ja, ich glaube sogar etwas weniger als sonst. Schade. Hier hat es aber wieder ein Medikit. Sogar hier. Finde ich cool. Was ist denn hier? Ah. Da geht's ja gar nicht weiter. Stimmt. Dann geht's hier noch weiter. Nur ist die Frage, wie lange geht's noch? Mindestens ein verstecktes Secret habe ich noch nicht. Ne? Und hier kommen wir wieder zu einem Checkpoint, würde ich sagen. Also Kontrollpunkt, sorry. Ja, sage ich. Doch. Und die wollen wieder Stress anfangen hier. Kein Problem. Ich weiß zwar nicht, woher die kommen, aus welcher Parallelwelt, aber wir killen die auf jeden Fall. So. Das läuft auf jeden Fall. So. Dankeschön. Dankeschön. So. Einmal Bombe geschmissen und die Viecher töten. Ja, wundervoll. Auch den hier nehmen wir schön auseinander. Ja klar, wie viel Damage du mir jetzt abgezogen hast, mein Freund. So. Nehmen wir da mal ein wenig die Zombies auseinander. Ey. Darf ich mal? Ihr müsst schon nicht bei denen stehen bleiben, ne? Das bringt nicht viel. Das bringt definitiv nicht viel. Einfach immer hin und her laufen, meine Kameraden. Währenddessen nehme ich hier noch alles auseinander, was geht. So. Das finde ich doch mal schnieke. So. Geht mir aus der Sonne. Ja, Mann. So räume ich doch gerne auf. Und jetzt? Einfach weiterlaufen hier, oder was? Ich denke nämlich nicht. Ich brauche allerdings hier nochmal was. Was? Woher kommen die denn?
Woher kommen die denn? Das ist ja lächerlich. Dankeschön. Für die edlen Punkte. Oh Mann, warum müsst ihr denn nicht bewaffnet sein? Ne? Also doch, ihr seid bewaffnet, aber ihr kommt nicht aus dem Marsch, Mann. Guck, wie ich immer so irgendwie bin und dann immer noch trotzdem irgendwie voll agil bin. Das ist doch lächerlich. Wie ist die KI eingestellt? Aber die Atmosphäre, wie gesagt, haben sie astrein getroffen. Und auch die Geister sind anspruchsvoll teilweise, wenn man sich doof anstellt, auf jeden Fall. So. So, Medikit kann man später gleich gebrauchen, aber zuerst mal weiter hier im Text. Ja, klar. So. Nein. Nein, hier Punkte einsammeln und weiter. Guckt euch das an, wie agil ich bin. Und machen die was noch hier noch so nebenbei? Nö. So, danke schön. Nein, sehe nicht ein. Ich lasse mich doch nicht von jedem und allem treffen hier. So, jetzt suchen wir uns hier zuerst nochmal ab. Was haben wir denn hier noch, was wir vergessen haben könnten? Ja, jetzt wollte ich das eigentlich noch nicht nehmen, falls wir hier noch irgendwas entdecken, was wir vergessen haben zu machen, als wir hier durchgespeedet sind. Dass wir nicht angedamaged bei dem nächsten Gegner ankommen. Zum Glück sind hier so gut die Medikits verteilt. Weiß man ja nicht, bis man es gespielt hat. Und ich hoffe, das wird bei den anderen Levels genauso schnieke laufen. So. Ah. Das letzte Rätsel wohl, ne? Wehe, ihr verarscht mich jetzt. Nö. Ist alles okay. Wir haben alle vier. Jetzt geht's ans große Geschnetzel hier. Aha. Hier, verreckt. Ah, Mann. Das war jetzt falsch. Ja, klar. So, darf ich mal? Fick dich, mein Freund. Geh liegen. Und jetzt. So, viel Spaß. Ist einfach ein bisschen lame, weil sie kann sich in diesem Modus nicht mehr wirklich wehren. Also ist diese Miss. Also, ja. Ist ein wenig lame. Aber wie lange das auch geht, ich brauche jetzt nur für diese eine Session 40 Minuten gut, ne? Bin ich schon dran. So. Und hier dürfen wir auch gerade wieder X klicken on the road. Und das war jetzt nur ein kleines Missionchen, ne? So am Rande beigemerkt. Das ist schon recht heftig, muss ich da schon gestehen. Gegen andere Spiele, die irgendwie pro Mission irgendwie 15 Minuten haben. Das ist echt. Ja, sauber, würde ich sagen. Dann gucken wir uns hier noch mehr um. Oh! Hier mal umwechseln. So. Und da ein wenig. Abmarsch. Ah, nein. Habe ich nicht gesehen. Sorry. Wir müssen da mal. Nein, du triffst mich nicht. Das heißt hier vollgeschleimt. Warum bist du so doof und stehst vor den ganzen Vollidioten? Vollidiot. Wenn die Vollidioten steht, ist selbst ein Vollidiot. Ganz im Ernst. So, ja, Überraschung hier. Macht Bumm. Ich weiß gar nicht, was meine Bombe so macht. Ob die es die verlangsamt oder was auch immer. Sonst könnte ich sie auch strategisch verwenden. Jetzt müsste ich mal nachlegen. Oder wenn ich ein Upgrade für meine Granaten mache. Was es denn genau macht. Ah. Was ist denn hier kaputt? Nix. Okay, oh, das war zu weit. Zu weit. Dankeschön. Was gibt's hier so? Oh, ich werde immer wieder überlastet sein. Das ist sowas von nervig.
So, jetzt mit dir fertig werden hier. Mal ganz im Ernst. Du nervst schon einige Zeit, mein Freund. Also müssen wir dich ein wenig verkleinern, mein Freund. So, jetzt voll draufhalten. So. Und? Möchtest du? Ja, klar. Klar. Verpiss dich hier. Komm her. Komm her. So. Ja, klar mache ich das. Ich schmetter den Dreckskerl in die nächste Umlaufbahn. Bam. Fertig mit dir. Und jetzt versuche ich mal hier so weit wie möglich fortzupreschen. Na, verdammt, fast. Ja, noch ein wenig Übung und ich kann das irgendwann. Läuft auf jeden Fall. So, und da wir jetzt auf keine Secrets mehr achten müssten, können wir einfach hier durch. Reichen oder rasen. Wie wir das auch möchten. Hier geht's durch, oder wie? Nö. Ah, hier ist also der Endboss. Das wird lustig. Und wir haben sogar noch ein Heilmedikit. Mal schauen, wie das so abgehen wird. Oh Gott. So. So. Scheiße, ich hab's schon genommen. Das war jetzt kontraproduktiv. Sehr kontraproduktiv. Das sind Arschlöcher von diesen Dingern. Wir machen das mal so. So, danke schön, wie du draufballerst. Finde ich sehr nice. So, ey. Du kleiner Arschkriecher. Bist du für Damage angerichtet hast. Was, das ist noch nicht der Endboss gewesen? Ich dachte gerade wegen dieser möchte gern Cutscene da. Okay, geht immer noch weiter. Ich habe noch nicht alles damit abgesucht. Wir sind hier nur durchgerauscht. Okay. Wir haben hier höchstens das Ding noch nicht kaputt gemacht. Dann läuft es hier. Kontrollpunkt schon wieder. Wann ist diese Stage fertig? Mal ganz im Ernst. So, viel Spaß. Viel Spaß, mein Kleiner. Einfach nur sterben. Im Chor, würde ich sagen. So. Nice. So muss das laufen, ey. Kein Problem. Immer gerne. Wir helfen hier immer gerne aus. Ja, ne, ist klar. Da läuft mir einfach einer entgegen. Ja, aber wir haben noch genügend Life. Deswegen gehen wir mal hier durch. Wer ist denn hier? Noch mehr sowas. Die haben hier ordentlich Punkte versteckt. So, nochmal ein Medikit. Gehen wir hier schon dem Ente entgegen? Oder was ist hier? Ja, kann sehr gut sein. Dann brauchen wir das für später gleich. Hä? Was denn hier losen in der Hosen? Hm. Wir machen das natürlich kaputt. Ja, wie gesagt, es zeigt hier lang, aber wir finden nichts hier lang. Und wir kommen auch nicht in diese Richtung. Das ist ja noch das größere Problem. Wir müssen mal hier lang. Um mal alles nachzugucken und nichts zu vergessen. So, das war's. Kannst du erstmal dieses Medikit nehmen. Und dann weitergehen. Finde ich sehr cool, im Übrigen. So. Hier soll es noch was haben. So. Da zeigen sie also den nächsten Weg. Ah. Das soll also getriggert werden. Kein Problem. Machen wir. Machen wir. Kein Problem. Sonst noch irgendwelche Störungen hier? Ich mit meinen 107 oder 108 Punkten. Das läuft bei mir wie geschmiert. Ich hoffe, die Punkte verliere ich gleich nicht oder so. Weil das ist schon Hardcore.
gegen das, was man im ersten Missionchen findet. So. Was gibt's denn hier zu finden? Hallöchen. Eine violette Wegweisung. Aha. Wieder nur so ein Boss-Stage-Gegner. Diesmal plus 2, oder was? Wollt ihr mich verarschen? Und dann noch solche Fickfehler. Ganz im Ernst. Ihr wisst doch echt nicht, was gut ist für euch. Und von hier sind die gekommen. Das finde ich ja ganz scheußlich. So. Ihr werdet damit gut selbst fertig, ne? So. Nein, finde ich scheiße sowas. Ja, von hinten kommen die dann noch, ne? Die dreckigen Bastarde. So, jetzt. Ah, verdammt, nochmal. Verdammt. So. So. Jetzt würde ich sagen, verpiss dich. Danke, einmal bumm. Zweimal bumm. Und noch ein drittes Mal. Nur gegen welche Richtung möchtest du? In diese Richtung kann man gerne einfügen. So. Rein mit dir, genau. Und ja, das läuft doch. Die Umfrage ergibt, hab dich. Wie oft muss ich dich noch auslöschen? Das ist eine gute Frage. Oder besser gesagt, wie oft müssen wir solche Scheiße über uns ergehen lassen? Oh Mann. Das ist ja ziemlich Banane hier. So, noch mit 13 Leben überleben wir so. Keine Ahnung. Das werden wir gleich sehen, ob wir so überleben. Nein, hier, verreckt. Ja, cool. Wir sind tot. Oh, du hast uns wieder aufgeheilt. Dankeschön. Das ist das Geile natürlich an Bots, die heilen einen immer. Ein Kollege da würde das dann schon nicht machen. Was ziemlich scheiße ist. Aber egal. Bumm, fertig hier. Wir können hier direkt anfangen mit der großen X-Drückerei. Und wir haben es fast geschafft. Ja. Trophäe erhalten. Captain Schnelldaumen. Hä? Was? Das muss ich jetzt mal schnell reingucken hier. In die Trophäensammlung. Hol einen 10-Bonus in Fallen-Minispiel. Okay. Das ist also ein Minispiel. Und dafür gab es nur ein Trophy oder wie? Keine Ahnung. Aber wir haben es geschafft. Wir haben die Stage geklärt. Mit allen Secrets, die man hier finden konnte, verdient es Ecto-Gesamt. Tja, ich habe wahrscheinlich am meisten gesammelt. Erwischt. 271 Assists habe ich, 6 Ecto habe ich, 116.000, 160 und Aufstufen, ja, habe ich genügend, würde ich sagen. Fähigkeiten, Punkte und Kosten 1. Ah, das ist ja geil. Was macht man hier? Protonenschaden, steigert den Schaden durch den Protonenstab. Ja, warum denn nicht? Steige den Schaden durch die klassenbasierte Waffe des Charakters. Machen wir. Ah, nö. Einfach, jetzt sind wir weitergegangen. Ich müsste noch... Na, ein neuer St. Louis Friedhof Level wurde freigeschaltet. Joa. Eine gravierende Entwicklung, wie es da weitergeht. Keine Ahnung. Sehen wir dann noch. Charakter verbessern. Machen wir da mal. Wir haben hier auf jeden Fall genügend Punkte. Hier Punkte ausgeben. Einmal steige den Schaden durch die klassenbasierte Waffe des Charakters. Erhöht die maximale Gesundheit des Charakters. Das kann man auch mal gebrauchen.
Und Granatenstatus-Effekt steigert die Dauer, die eine Granatenstatus bestehen bleibt. Okay. Brauchen wir allerdings weniger. Was? Da darf man noch mehr drauf geben. Willst du mich verarschen? Die allgemeine Bewegungstempo senkt Abklingzeit deiner Granaten. Ah, man kann sie individuell gestalten. Das ist ja geil. Steigert den Schaden. Hauen wir da mal drauf. Hauen wir da mal drauf. Und natürlich. Es dauert länger, bis Waffen überhitzen. So. Finde ich sehr cool. Mal schauen, ob sich das lohnt. Ich hoffe doch. Und ich danke euch fürs Zuschauen bei der 15-minütigen Folge. War schon recht heftig, die Stage. Hab zwar nicht viel gesagt, kam aber auch immer wieder was vor. Danke fürs Zusehen. Wenn ihr, wie gesagt, das Projekt ganz sehen möchtet, schreibt unten in die Kommentare. Ansonsten, ja, wisst ihr, es kommt dann nur, wenn ich Bock drauf habe. Tschüss.